herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic Schauma. Wir sind heute wieder in unserer Survival-Welt und wir haben beim letzten Mal endlich hier alles fertig gebaut. Der Boden ist da. Wir haben ein paar wenige Hühnchen und ein einziges Schaf. Aber vielleicht werden wir das doch mal irgendwie ändern und wir haben zumindest irgendwas schon mal drinstehen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie mal hier einfach was rumlaufen gehen sehen sollten, nicht der Hund, dann können wir die einfach da reinmachen jetzt in unsere Farm. Und wir haben auch überlegt, was wir jetzt noch nebendran machen können. Also hier haben wir noch einen riesigen Platz. Da habe ich mir überlegt, könnten wir vielleicht irgendwann so einen kleinen Markt hinmachen. Ich glaube, das ist ganz passend irgendwie hier. Und ich dachte, heute werden wir uns nochmal so einem kleinen anderen Thema widmen, denn wir werden heute uns mit Bienen beschäftigen. Das heißt, wir werden Imker-Epic. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie und was und wo. Aber ich weiß, dass du das jetzt weißt. Ich habe dich gefragt. Und ich denke, das kriegen wir hin. Die erste Frage ist natürlich, wo wollen wir dann unsere ganzen Bienensachen hinstellen? Also irgendwo hier drumherum wäre vielleicht ganz nice. Vielleicht hier hinten? Also das irgendwo. Stimmt, hier neben. Hier wäre ganz cute. Ja, oder vielleicht auch hier noch dazwischen? Das oder könnte auch sein. Also Platz, wir könnten eventuell auch noch hier vorne das machen. Ich glaube, das würde auch ganz cute aussehen. Hier unten noch weiter. Oh Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal ein Lagerfeuer. Ja. Das ist wichtig. Dann brauchen wir auf jeden Fall Scheren. Ja. Und dann brauchen wir natürlich ein Bienennest. Das stimmt natürlich. Okay, also wenn du möchtest, könnten wir es auch hier hin machen. Ich glaube, das ist auch ganz cute. Dann läuft man hier vorbei, hat wenigstens irgendwas zum Sehen. Dann mache ich hier erstmal ganz kurz die Gräser weg. Und wenn du möchtest, wir brauchen dann erstmal ein Bienennest, meinst du, ne? Ja, genau. Willst du auch Glas drumherum bauen, dass sie nicht wegfliegen können? Nein. Fliegen die immer weg? Die kommen schon zurück, aber okay. Du könntest auch Glas drumherum bauen, dass sie nicht allzu weit wegfliegen. Nee, ich will, dass es ganz natürlich aussieht. Also, okay. Dass sie auch, ja, ich weiß nicht so ganz. Ich hoffe überhaupt, dass wir irgendwelche Bienen natürlich finden. Dann erstmal ein Bienennest. Okay, warte mal. Bee, ah, das wird mir gar nicht angezeigt. Weißt du, wie man das craftet, zufällig? Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein normales Bienennest, um das zu craften. Ach so, genau. Okay, dann heißt es, wir gehen jetzt erstmal auf der Suche und eine Schere brauchen wir, oder? Ja, ich habe schon eine. Ah, super. Da bräuchte ich echt noch ein Lagerfeuer, dass die uns nicht wegschnetzeln. Ach so, dann schon ganz gut. Ich kann mal eins craften. Ich kann insgesamt 6 Stück machen. Okay, okay, das reicht. Locker. Guck mal, das kann ich dir mal geben, die Hälfte, bitteschön. Ja, Schere danke schön. Schere habe ich auch. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall ein Bienennest suchen und dort auf jeden Fall mit der Schere die Bienenwaben rausschnibbeln. Und daraus können wir uns dann eigene Bienennester craften, die dann vorne platzieren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie dort neue Bienen hinkommen. Vielleicht müssen wir die Bienen irgendwie mitnehmen. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Also, wir haben schon drüber geredet. Seil wird wahrscheinlich ja nicht gehen. Also Leine. Ich habe aber auch keine Leine dabei. Nun gut, wir gucken einfach mal. Vielleicht kommen die ja doch irgendwie anders. Also ich weiß es gerade nicht leider. Das kann sein. So, okay, wo ist das eine, was du hier irgendwo... Irgendwas hattest du doch gesehen gehabt hier. Ja, da vorne war ein Bienennest. Moment mal, ich nehme ganz kurz noch ein paar mehr Blumen mit. Ja, die Blumen brauchen wir dafür. Für was nochmal genau? Mit den Blumen können wir die Bienen auf jeden Fall vermehren. Ach ja, genau. Und natürlich holen die Bienen dort die Pollen, um Honig zu machen. Ja. Hier, du musst abbiegen. Zurück. Ja, ich komme zu dir. Ah ja, hier nochmal um die Ecke abbiegen. Da wo vorne bist ist es. Da ist eine Biene, da ist eine Biene. Wo ist die Biene? Ja, fang Biene. Sein! Okay, wir haben einen Bienennest mit Bienen. Oh das Gott, ist sehr gut. Es ist dunkel. Da ist sie und sie geht nach Hause. Oh, gute Nacht, Bienchen. Süß. Okay. Warte. Achtung. So, schau mal. Oh, guck mal, der Honig, warte, der geht richtig so raus. Trippen. Oh nein, ey, das ist nicht gut, dass wir jetzt hier sind. Okay, du hast den Honig mitgenommen? Ja, wir haben 6 Honeycombs. Okay, das ist sehr gut. Da können wir auf jeden Fall vielleicht schlafen gehen. Okay. Und uns dann schon mal ein paar Bienennester craften. Okay, am besten, weiß ich jetzt nicht, nach Hause haben oder Dorf ins Dorf? Bett? Ja, ganz viele. Oh, ja, yeah, dann lass ins Dorf gehen. Vielleicht ist da auch noch irgendwas anderes. Ah, hier ist ja die Dings. Da habe ich das letzte Mal gesehen. Wie weit hast du das hier gemacht? Bis da vorne, da hatte ich kein Eisen mehr. Aiu, krass. Hallo. Und guten Morgen. So, guten Morgen. Wo haben wir jetzt hier noch Bienen? Bienen, Bienen, Bienen. Wir brauchen Summ, Summ, Summ. Wenn summ, du hast, Vater, summ, summ, kannst du schon mal die Bienennester craften. Männer. Ja, ich kann hier Honeycomb-Block machen. Brauche ich was für die Bienennester noch irgendwas? Ich glaube Holz. Ah ja, oh.
Habe ich noch Holz? Nö, habe ich nicht. Okay, RIP Baum an dieser Stelle. Tschüss. So, dann jetzt müsste es aber klappen. Ah, Beehive, ne? Ja, genau. Okay. Jo, ich konnte 2 machen. Oh, sehr gut. Vielleicht wollen wir so 4 haben. Ist doch ganz cute, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Also wir können wieder zu den Bienen zurück. Die müssten wieder ein bisschen Honig reingetan haben. Ach so, ah ja, stimmt. Und dann können wir uns wieder ein bisschen Honig holen. Weg mit dir. Ich dachte die ganze Zeit, wir müssten vielleicht wieder neue holen. Ist das Holz oder ein Bienennest? Nee, das ist doch ein Bienennest. Wo? Hier ist noch eins. Wo? Links, rechts? Da, wo wir herkamen. Ah ja. Ah, da genau hinten. Bei den Schienkreisen. Ah, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Da hinten. Oh, komm mal hin. Sehr nice. Okay, ich platziere auch mal ein Feuer dort drunter und hole auch schon mal den Honig. Ist da wer zu Hause? Ich sehe keine Biene, aber es ist voll. Ich habe wieder ein bisschen Honig. Ja, ja. 3 Stück habe ich. Sehr gut. Okay, wir brauchen noch 3 Stück für 1. Das heißt, wenn wir am Ende nochmal hier eins bekommen, dann können wir wieder zurück zu uns und können dann die ersten Bienennester aufstellen. Dann ist nur die Frage natürlich, wie wir das machen, dass da überhaupt irgendwelche Bienen mal reinschlüpfen. Zur Not müssen wir halt mal ganz kurz nachsuchen. Da! Ah! Hallo, Mr. Biene. Na, alles klar? So, dann nehme ich die mir hier auch nochmal ganz kurz was. Ah, nee. Ah, nee, das ist noch leer. Bei dem anderen waren auch keine Bienen, wo ich gerade war. Also, hier sind Bienen. Hier ist eine gute Bevölkerung zumindest. Okay, das Honiglevel ist auf jeden Fall auf 2. Ich glaube, es muss auf 4. Wo siehst du das? Wenn du... Oh, das war der Eingang von den Bienchen. Sind die jetzt böse? Nein. Nein, ich glaube, wenn du F3 drückst, auf der Seite siehst du das Honiglevel. F3 und auf der Seite sehe ich das Honiglevel 2. Geht's hier rein? Oh, nee. Naja, das sieht man bestimmt hier, Leute. Auf vielleicht der Seite? Seht ihr das ja. Auf welcher Seite? Rechte, 1, 2 und das Honeylevel 2. Achso, okay, cool. Ja, dann warten wir nochmal ganz kurz. Und Epic. Yay! Okay, damit hätten wir es alles. Ja. Bitte schön, du kriegst auch noch meins. Sehr gut. Ich hab's gar nicht. Ja, 6 Stück. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Fische geangelt, damit wir oder Fische erschlagen. Bitte schön. Dankeschön. Warte mal, die machen wir auch nochmal ganz kurz. Dann haben wir das schon erledigt. Und dann können wir jetzt sozusagen uns die Bienennester machen, noch die restlichen. Ich bräuchte noch ein bisschen Holz, glaube ich. Und dann stellen wir uns die da hin. Ja. Wollen wir uns die so ein, wollen wir so ein Gestell machen, wie so ein Hochbeet, nur ein Hochding? Das wird süß aussehen. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen kann, aber das machen wir irgendwie. Ich mache nochmal hier die restlichen, die da. 1, 2. Wir bräuchten nochmal Feuer. Ja, warte, kann ich das craften? Warte mal. Was brauche ich denn dafür? Stickies brauche ich noch, warte, mach ich kurz. Ach so, ah, okay. Und jetzt müsste ich die Fireblazes craften können. Moment. Da kann ich das noch machen. Wieso? Was ist das Problem? Rohholz. Rohholz fehlt mir. Ah, Rohholz. Hier, warte, kann ich dir ein bisschen was geben? Ja. 11 Stück zumindest. Guck mal. Bitte schön. Dankeschön. Und jetzt müsste ich die Fireblazes machen können. Ja. Ja, 4 Stück. 4 Stück. Ich habe jetzt 6 Stück. Soll ich jetzt noch Zaun machen oder habe ich das Holz gestanden? Ja. Okay. Du kannst Zaun machen. Dann brauche ich. Oh. Na, ob ich Zaun machen kann? Dunklen oder hellen Zaun? Hellen, okay. Oder? Ja, wir haben auch überall hier Oak. Ich habe auch noch ein paar Stickies. Ach, kannst du auch noch welche machen? Leider nicht. Guck mal, das gebe ich dir mal das letzte Holz, was ich habe. Ah, wow, okay. Ich habe ein bisschen was. Na gut, dann müssen wir nochmal Holz holen. Egal, wir können das erst auf jeden Fall machen. Dann haben wir jetzt hier den Platz. Okay. Willst du das mit dem Zaun mal machen? Ich weiß noch nicht so ganz, wie du dir das vorgestellt hast, nämlich. Ja. Habe ich noch ein bisschen Erde? Schau mal, wir können ja erstmal vielleicht hier einen Zaun platzieren. Guck mal, der würde dann so hoch gehen, wie wir möchten. Ja. Und dann gerne so groß. Warte mal. Schäfle, wir müssen eintöten. Ja. Ich hab keinen Ball. Oh. Ich hab. Ja. Nö. Hallo. Mitkommen, mein Freund. Das mag mich nicht mehr. Das hasst dich. Hallo. Ja, oh mein Gott, vor allen Dingen, es guckt mich einfach so an, es meldet und ich bin so, ich hab Erde, mein Gott, geh nicht hinter mich angucken. Ach ja, jetzt mag es mich. Oh, sehr gut. Dann können wir die nämlich vermehren, wie gut ist das denn? Stimmt, also, wenn haben das, wir sehr viele Schafe da. Wenn das Huhn ein Ei legt, dann können wir das ja auch vermehren, das ist ja gar nicht mehr so das Problem. Hat es hier ein Ei gelegt? Ah nee, das ist glaube ich, todesunglücklich. Oh Gott, das Arme. So, das wird jetzt hier noch eingekerschert. Ja. Sehr gut. So, dann kannst du die nochmal beide anklicken mit Weizen? Ja. Perfekt, weil dann kriegen wir direkt ein bisschen Nachwuchs. Kleines Schäfchen. Süß, ich lasse euch Platz hier und... Ja, sehr gut. Guck mal, die essen direkt, ey, das ist so heftig. Stimmt. So, tschüss. Okay, dann hätten wir das. Hast du sie geschert? Ja. Okay, warum? Wolle? Stimmt, okay. Schau mal, da haben wir jetzt auf jeden Fall die 2 Zäune. Ja. Und vielleicht können wir hinten dran noch ein paar Zäune platzieren.
Aber wir können erstmal dann hier die verschiedenen Etagen machen. Aha. Das bedeutet, hier unten würde dann, hier unten der Boden würden wir auch aus Holz machen. Aha. Dann würde hier ein Feuer drauf kommen und dann darauf die Bienennester. Also so Holz hier, okay. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz, aber ich mach das mal ganz kurz. Wir müssen aufpassen mit den Feuern, wenn wir die abbauen, dann gehen die kaputt leider. Ja, ich weiß. Du musst gucken, dass sie immer in die richtige Richtung gehen. Und jetzt ein Bienennest oben drauf. Ja, ja. So. Ja. Ja. Und dann könnten wir vielleicht die Zäune, so dran machen, dass es wie so festhält. Ah, oh mein Gott, Epic, das sieht aus, als würden wir das braten. Oh. Das sieht aus, als hätten wir ein Lagerfeuer. Moment mal. Ach, das ist ja gar nicht... Das ist ein Holz. Das ist mir absolut unangenehm gerade. Das habe ich aber absolut, das ist ja absolut... Warum hast du eigentlich nichts gesagt? Hier, ich dachte, du würdest als Beispiel... Nein, das war... Oh mein Gott, okay. Ja, jetzt braten wir auf jeden Fall ein Bienennest. Und jetzt Abstand oder nicht? Ja, doch, oder? Weiß ich nicht. Dann wird es hier hinkommen. Ich glaube, das reicht alles nicht vom Platz her, muss ich sagen. Entweder wir gehen... Also wenn, dann würde ich es nach links erweitern, oder? Ja. Ja, ich glaube, das sieht ein bisschen schöner aus. Ja. Okay, dann und hätten wir das. Und die Zäune können wir vielleicht auch nach unten machen oder so hängen lassen. Und wir könnten theoretisch nach oben noch erweitern. Ach, stimmt. Ja, wir das könnten... sieht eigentlich ganz cute aus. Jetzt müssen guck mal, wir die so eine Art Treppe bauen. Das ist cute. Wenn das hier eins höher ist, dann guckt das oben eins rüber. Das sieht, glaube ich, ganz süß an aus. Okay. Und jetzt müssen wir erstmal Blumen hinsetzen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, genau. Okay. Du hast, glaube ich, die meisten Blumen. Oh Gott, ich so viele? Ich habe ganz viele. So, umso mehr, umso besser. Ja. Vielleicht du erstmal. Ich bin ein richtiger Noob gerade. Wir bräuchten noch Bienchen jetzt eigentlich. Ja, wie holen wir denn jetzt Bienchen ran? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht spawnen die hier auch. Weiß ich nicht. Okay, also, es ist ein Tag vergangen hier in Minecraft. Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Also, wir hätten zwei Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder wir holen uns Behutsamkeit auf die Spitzhacke, gehen dann das normale Bienennest abbauen und hierhin platzieren. Oder wir machen es so, was ich gar nicht wusste, man kann Bienen doch anleinen. Und das wäre an sich eine nice Idee. Wir hätten ja auch neben uns einen Sumpf, ne? Also eventuell... Stimmt, wir brauchen Slime für eine Leine zum Craften. Der geht ja nur nachts bauen, oder? Ja, ne? Ja. Ich kann trotzdem noch mal gucken, ob wir nicht irgendwo eine Leine hätten. Also vielleicht haben wir auch irgendwo eine, oder? Ich weiß es nicht sonst so ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Oder vielleicht haben wir die auch weggemacht. Hier kann überall was sein. Ich habe keine Ahnung. Und Slimies haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, hier haben wir Sattel nur. Nee, hier haben wir auch nichts, glaube ich. hier haben wir ein Boot. Nee, sieht schlecht aus. Und hier haben wir auch nichts. Nee, haben wir nicht. Und in deiner Kiste? Nee, ne? Ja gut, also Behutsamkeit ist schon schwierig zu bekommen, ne? Also einfach so. Das kriegen wir nicht einfach so hin. Ich merke auch gerade, dass ich einfach meine Diamantspitzhacke einfach bald tot ist. Mit Fortune 3. Warum habe ich eigentlich auf die kein Mending? Moment mal, hatte ich auf die kein Mending? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Mending auf meiner. Warum habe ich kein Mending auf meiner? Oh oh. Ich lege die mal ganz kurz hier irgendwo ab. alles klar. Na gut, dann keine Ahnung, was da los ist. Hä? Aber ich hatte doch hundertprozentig... Naja, keine Ahnung. Okay, also Mending müsste ich vielleicht dann nochmal drauf machen. Ich weiß auch gar nicht, wo haben wir eigentlich unsere ganzen Diamanten hin? Haben wir die alle schon aufgebraucht? Keine Ahnung. Das könnte sein. Na gut, dann warten wir jetzt, bis es dunkel wird, gehen dann zum Dings und gucken, ob wir Slimes finden, oder? Ja. Okay, ja, dann machen wir das halt so. Na gut, dann, oder ich könnte auch in der Zeit nochmal gucken, ob wir irgendwo hier wirklich irgendwie einen Lama-Mann finden. Der würde uns auch Leinen geben. Und Moment mal, Kater, ich höre hier unter dem Sumpf ein Slime. Oh, sehr gut. Ist er unter mir? Ich höre, hier ist eine Hülle. Oh, okay. Pass ja auf. Hier ist ein riesiger, hier ist alles voll. Hier sind 5 Zombies und ein Skelett und sind da, aber der Slime ist wichtig. Ja, Hilfe. Aber ich habe eine Diamantrüstung und Schärfe, gar kein Problem easy, für mich. Gar kein Problem. Ich bin hier leider ein bisschen weiter weg, aber ich habe dafür... Keine Slimes, aber dafür Essen. Und das ist sehr auch gut. Wichtig. Also ein bisschen Fleisch gefunden, das ist schon mal Slime ganz gut. Slime-Ball ist getroppt. Ja? Wir wollen auf jeden Fall, eigentlich brauchen wir nur eine Leine. Da müssen wir 2 Bienchen holen und die können wir dann vermehren. Okay, also okay, ja gut, dann hätten wir das ja an sich, ne? Da kann ich jetzt eigentlich wieder zurückkommen. Ja. Ich hole noch das ganze Fleisch hier mit. Und dann
Weil sonst Essen ist immer bei uns so eine kleine Rarität, muss ich sagen. So, dann ich komme wieder zurück, ja? Ja, sehr gut. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall Strings. Ich kann mit den Strings und mit den Slimeballs auf jeden Fall eine Leine machen. Ja, ich kann sogar zwei machen. Okay, wir haben zwei Leinen. Damit können wir die Bienchen anleinen und zu uns bringen. Sehr gut, okay. Also ich bin hier gerade in der Wüste und ich würde gerne nach Hause. Ich glaube, da hinten ist daheim. Sehr gut, okay. Ich glaube, hier drüber müsste eigentlich unser Dorf sein. Ich bin gleich... Es ist alles gar nicht so weit weg. Ich war ja bei einem Dorf. Es ist dunkel, oder? Ja. Oh. Oh. Das ist aber nicht, daheim. Hier sind noch Spinnen. Soll ich noch Spinnen holen? Ah, nee. Ja. Ja? Wenn du magst. Das sind aber auch Zombies. Katja, du solltest schnell schlafen gehen. Hier ist ein Portal. Kata Creeper! Wo? ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Dorf! Was? Die Betten sind kaputt. Wie, die Betten sind kaputt? Hier ist ein Loch. Wie, das ist ein... Oh nein, ist ein Creeper gewesen. Ja. Ich bin gleich da, warte mal, eine Sekunde. Also, ich müsste direkt eigentlich gleich da sein. Oh nein, bin da. Oh mein Gott, du hast noch eins drüber gebaut? Ja. Aha. Da kommt die zweite Schicht drüber hin. Aha, na gut, okay. Ich habe so viel zum Essen dabei und guten... Schlaf gut. Gute Nacht. Das Essen... Oh, die Leine. Huh? Du hast einfach die Leine hingeschmissen. Ja. Aber das ist ja gefährlich. Komm, wir müssen die anangeln. Ja, ich komme. Kann ich dich anangeln? Oh nein. Nein, bitte nicht. So, Essen kommt hier rein. Zack, let's go. Jetzt holen wir uns noch zwei Bienen. Und dann haben wir einfach unsere kleine Bienenfarm. Aber die machen wir jetzt nicht sauer, ne? Nein. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis eine mal rausflutscht hier, ne? Ah, da oben ist eine. Komm mal mit, mein Kleiner. Komm mal mit. Ja. Oh mein Gott, das sieht aus, als hätte ich einen kleinen Ballon. Na gut, dann würde ich sagen, ist da noch eine drin? Siehst du das? Ich glaube, da ist keine drin. Ach so, ja gut. Und wie mache ich... Da war eine drin. Nein! Ah, du hast sie auch an... Oh mein Gott, sie ist sauer. Schau dir das mal an. Geht sie dir da jetzt hinterherfliegen, sauer? Ja. Oh mein Gott, du hast einen sauren... Oh mein Gott, sie hasst dich. Sie hasst dich. Okay, sehr gut. Dann haben wir... Oh, so süß. Ich will immer mit einer Biene rumlaufen in Minecraft. Das ist absolut cute. Aber das ist sehr gut, dass wir jetzt generell auch ein paar Leinen haben, ne? Stimmt. Weil da könnten wir auch mal die Kuh hier ganz entspannt mitholen. Sie ist wieder lieb. Sehr gut. Guck mal, wie schnell das ist. Okay, und wie gehen wir die aber jetzt hier dann... Also wir lassen die dann... einfach loslassen. Einfach loslassen. Einfach loslassen. Ja. Ich sag dir, die Biene wird gleich wieder böse von dir. Mm-mm. Doch, die schlägst du nochmal aus, sie sehen. Nein, die machen. Dann macht die Bzzzt und Biks. Und du hast deine Biene losgelassen? Ach so, du hast sie... Ah. Ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte sie loslassen. Ich hoffe, sie fliegen nicht ganz weit weg. Geht sie da rein? Vielleicht, bitte, geht da rein. Oh mein Gott. Nee. Ja, aber sie geht sich ja schon mal ganz gut daran gewöhnen. Ja. Ich weiß doch nicht, ich lasse meine mal noch nicht los. Ich habe ein bisschen Angst. Guck mal, wie süß sie... Oh, sie hat sich bestäubt. Guck mal. Oh. Süß. Komm jetzt. Oh. Ah, jetzt. Oh, ich brauche noch eine Blume. Oh. Warte. Oh, süß, da kriegen wir Nachwuchs, ne? Ja, da haben wir kleine Bienchen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Also sie ist zumindest, also sie fliegt zumindest jetzt nicht wirklich weit so, weg. So, jetzt müssten wir eine kleine Biene bekommen. Achtung. Ja. Und... Oh, Babybiene! Und die müsste auf jeden Fall zu 100% hier reingehen. Ja. Ich lasse die eine mal angeleint erstmal. Ich weiß, es ist zwar nicht so nice, aber... Oh Mann, jetzt, also es wäre doch voll nice, jetzt zu sehen, dass wenigstens jetzt eine da reinploppt, oder? Warte mal, wir können mal die Kleine beobachten. Gleich ist sie auf jeden Fall voll mit den Pollen und dann müsste sie eigentlich reingehen. Ja, die eine ist ja auch voll mit den Pollen. Aber sicher, dass da die ganze Zeit das Lagerfeuer drunter sein muss? Ja. Okay. Huh? Was? Wo ist sie hin? Hä? Sie ist reingegangen. Sie ist rein. Ja, sie ist da drin. Lol. Oh, wie gut. Ist die Kleine auch drin? Ich glaube, die Kleine ist auch drin. Ja. Ist sie andere auch drin? Nee. Nein? Noch nicht. Ich dachte, dass sie sich einfach davon loswinden kann. Ist ja richtig heftig. Oha. Ja, deine ist ein bisschen aggro, muss ich sagen, ne? Die ist dann nicht so glücklich. Oder? Oh, bitte rein. Kann man sie reinschieben? Ja, los, komm schon. Nee, lass sie mal. Die Arme, die ist unter Stress. Die summselt uns noch weg. Also, es hat sich noch nicht so viel getan. Aber die anderen müssen doch... Also, die sind ja nicht einfach weg, ne? Also die sind ja da drin. 100%ig da drin, ne? Naja. Oh, sie ist rausgekommen! Oh, oh,
Also, wer, warum die andere da jetzt nicht rein will, weiß ich zwar nicht. Aber wir haben es dadurch ja eigentlich geschafft. Denkst du? Die Kleine! Oh! Eine Family! Also, wir brauchen jetzt schon mal zwei, die da drin sind. Das ist schon mal gut. Ja. Weil die können wir immer weiter vermehren. Aber die andere müsste auch früher oder später reingehen. Ja, die ist noch ein bisschen skeptisch dir gegenüber, glaube ich, weil sie böse auf dich war. Ja, okay. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einfach eine kleine Bienenfarm. Da müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall jetzt gut nachzüchten. Dass wir auf jeden Fall ganz, ganz viele kleine Babybienen dann haben. Oh, und sie ist wieder reingegangen. Wenn jetzt noch die andere reingeht, dann wird es ja ein absoluter Traum. Aber die will irgendwie noch nicht rein. Naja. Aber ich denke, das hat ganz gut geklappt. Und Leute, wenn ihr natürlich irgendwelche Verbesserungshinweise habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind jetzt keine Imker-Profis. Aber nah dran. Und die will immer noch nicht rein. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.